Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es passiert. Es ist tatsächlich endlich soweit gewesen und unsere Charakterzuteilungen sind gemacht geworden. Oh, ich bin so aufgeregt, ich kriege keinen Satz zustande. Ich merke gerade, dass das Licht etwas unvorteilhaft ist. Ich sehe etwas krank aus, bin ich aber tatsächlich gar nicht mehr. Das ist einfach nur das momentane Klima, Wetter. Das Licht kommt halt nur von hinten und ich habe von vorne halt nur meine LEDs. Meine LED, PC-LED-Leisten. Ich kann versuchen, euch das mal kurz zu zeigen. Hinter meinem PC sind so LED-Leisten angebracht, die dann dafür sorgen, dass ich so ein bisschen Licht habe. Allerdings, jetzt muss ich die natürlich irgendwie wieder richtig ausrichten. Hier richtig geil gemacht, ja. Geht aber, oder? Das war schlau, Jari. Richtig schlau. Ist egal. Ja, raste aus. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Die Charakterzuteilungen sind gemacht worden. Vom College of Wizardry Nibelungen. Allerdings tatsächlich erstmal nur die Zuteilung. Wir haben den Charakter selber noch nicht geschickt bekommen. Und da fiebere ich jetzt schon darauf hin, weil, oh mein Gott, dann geht's los. Zuteilung bedeutet, wir haben schon mal im Voraus gesagt bekommen, welches Haus wir bekommen, welchen Pfad, welchen Jahrgang und welches Institut wir denn innehaben. Wir durften ja in diesem Charakterbogen angeben, was wir gerne für Häuser etc. hätten. Und das ist jetzt dann tatsächlich zugeteilt worden. Und ich bin mega begeistert, denn ich habe tatsächlich alles bekommen, was ich haben wollte. Die sind 100% auf meine Wünsche eingegangen. Ich bin tatsächlich Sekundaner, sprich, ich bin im zweiten Jahr, werde der Akademie Brocken angehören als Institut, werde den Pfad des Gelehrten einschlagen und bin tatsächlich in Haus Grimm gelandet. Ich bin sowas von glücklich. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Und ja, jetzt sind auf Facebook mittlerweile schon Gruppen eröffnet worden, in denen die verschiedenen Häuser dann sich zusammenfinden und die verschiedenen Jahrgänge und Institute und die Pfade und so weiter und so fort. Für alle von euch, die tatsächlich beim College of Wizardry Nibelungen dabei sein werden, denen erzähle ich jetzt nichts Neues. Ihr werdet das wahrscheinlich schon mitbekommen haben, aber für alle anderen, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Ich bin tatsächlich auch nicht die Einzige, die so furchtbar aufgeregt ist. Das habe ich mitbekommen. Auf der Seite haben einige schon geschrieben, was habt ihr mir da jetzt angetan? Jetzt bin ich noch aufgeregter als vorher. Dabei haben wir noch nicht mal die Charaktere. Das ist jetzt natürlich das Letzte, worauf ich unfassbar gespannt bin. Und ich habe, meine ich, irgendwo gelesen, dass das im Laufe dieser Woche tatsächlich noch passieren soll. Ich habe heute noch das Video zum Haus Krabbat hochgeladen und werde das jetzt dann direkt hinterherhauen, sozusagen. Das heißt, es wird heute zwei Videos geben. Ich bin sowas von aufgeregt und hippelig, das glaubt ihr gar nicht. Und es ist so furchtbar kalt in Deutschland. Meine Fresse. Oh. Ich krieg zu viel. Ich muss mir gleich erstmal wieder einen Tee machen, damit ich so halbwegs akklimatisiere hier. Ist ja fürchterlich. Ich warte tatsächlich jetzt nur noch darauf, dass. Oh, das ist eine Idee. Ich mache einfach einen weißen Bildschirm, dann ist das hier ein bisschen. Ja. Genau, gestern haben wir tatsächlich auch die Mail geschickt bekommen, dass das Ganze nannte sich Casting. Sprich, das Casting ist jetzt gelaufen. Und es ist tatsächlich auch das gesamte Kollegium schon zugeteilt, der Pedell und der Schulleiter. Ich bin unfassbar gespannt. Dadurch kann ich jetzt mehr oder weniger auch so ein bisschen anfangen zu stalken und mir schon mal meine Professoren angucken, beziehungsweise die Lehrer, die mich dann unterrichten werden und andere. Auf jeden Fall sehr, sehr genial und ich freue mich so unglaublich, dass ich in Haus Grimm gelandet bin. In der Gruppe geht jetzt auch schon viel um, das finde ich sehr, sehr interessant. Wir haben eigentlich schon gestern Abend angefangen, eine Diskussion zu starten bezüglich, wie stellen wir uns vor, wie soll das Haus ausgespielt werden. Finde ich ziemlich genial. Und dadurch, dass es aber eine geschlossene Gruppe ist, will ich jetzt im Prinzip auch erstmal nicht zu viel verraten. Ich will im Endeffekt natürlich auch den anderen Häusern da nichts vorwegnehmen. Aber ich bin schon sehr, 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 sehr aufgeregt. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Es tut mir furchtbar leid. Im Prinzip haben wir jetzt erstmal eine Vorstellungsrunde gestartet. Und normalerweise, also beim Chocha College of Wizardry, das ja bis jetzt immer stattgefunden hat, wusste ich, dass alle Häuser auch sowas wie eine Art Schlachtruf haben. Ich weiß nicht, wie man das genau nennen soll. Aber
Da gab es immer so einen Satz, der quasi das Haus definiert hat und den die dann immer gerufen haben, wenn ihr Haus irgendwie genannt war. Das war bei Morlin zum Beispiel easily the best, so in etwa, ziemlich badass. Oder von Haus Sendivogius, das war ein Phönix zum Beispiel, das gibt es im Nibelungen nicht, das gab es aber im Schocher. Das war, glaube ich, From Ashes We Rise, Through Fire We Ride, ist das, glaube ich, gewesen. Unfassbar badass. Ich finde es einfach unglaublich gut. Und natürlich werden wir das dann hoffentlich auch übernehmen. Was ich jetzt auch herausgefunden habe, was eine ziemlich interessante Info tatsächlich auch ist, ist, dass von der Zeitrechnung her dieser Welt das Nimbus vor dem Chocher existiert hat. Was ja irgendwo auch logisch ist, weil da Faust ja vom Nimbus zum Chocher gegangen ist. Das bedeutet, das Nimbus muss es ja im Endeffekt. Na ja, gut, muss es nicht zwingend vorher gegeben haben, aber so von der Zeitrechnung her ist es auf jeden Fall so, dass es das schon vorher gab. Und da haben wir jetzt auch überlegt bezüglich der Songs, die es zu den Häusern vom Chocher gibt. Es gibt nämlich eine Liste von Liedern und Songs, die im Chocher immer gesungen wurden, beziehungsweise die in den Chocher College of Wizardry Labs entstanden sind. Zu unter anderem den Häusern oder auch zum Beispiel eine Schulhymne zum Chocher. Unheimlich geniale Songs, muss ich euch unbedingt mal zeigen. Unten in der Videobeschreibung der Link über, wie heißt die Seite noch gleich? SoundCloud, genau. Nein, bitte nicht abspielen, Dankeschön. Über SoundCloud gibt es da eine Playlist, die tatsächlich dem College of Wizardry mehr oder weniger gewidmet ist. Und da müsst ihr unbedingt mal reinhauen. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören, da sind furchtbar geniale Songs dabei. Und die haben wir jetzt tatsächlich teilweise übersetzt. Das von Faust und Molin konnten wir natürlich übernehmen. Und dann angefangen, eigene zu kreieren, zu Grimm, Krabat und Flamel zum Beispiel. Und ja. Also es ist noch ziemlich viel in der Planung, aber das, was in der Planung ist, wird, wenn es umgesetzt wird, tatsächlich unfassbar genial. Allein diese Planungen machen mich schon ganz, ganz wuschelig und ganz hibbelig. Und ich kann es einfach nicht mehr erwarten, wirklich. Sobald ich jetzt dann weiß, dass ich meinen Charakter zugeschickt bekommen habe und dann den anfange auszuarbeiten, wird es auch mit der Planung definitiv richtig losgehen bei mir. Dann wird auch das, ich sag mal, Shopping losgehen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig, worauf ich mich da jetzt eingelassen habe. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, was ich so an Requisiten, sage ich mal, brauche, beziehungsweise was ich an Kleidung brauchen werde. Ich versuche mich da vielleicht auch ein bisschen an den anderen zu orientieren und mir da ein bisschen Hilfestellung zu holen, denn ich habe mittlerweile schon festgestellt, ich bin nicht die Einzige, die das College of Wizardry Nibelungen als erstes Lab gewählt hat. Ich habe aber tatsächlich einige auch in meiner Umgebung, also im Jahrgang und Hausumgebung, die schon bei vielen Labs dabei waren und auch sehr langjährige Lab-Erfahrung haben und tatsächlich teilweise sogar selber schon Labs veranstaltet haben, was ich ziemlich genial finde. Ich hoffe, ich werde nicht allzu alleine mit meiner ersten Lab-Erfahrung dastehen. Ich habe eigentlich immer gedacht, so Sekundana als Lab-Anfänger wäre so das Beste, was man wählen könnte. Jetzt habe ich aber gesehen, dass einige auch Tertianer spielen, sprich im dritten Haus sind, ach, im dritten Haus, im dritten Jahr tatsächlich sind. An alle da draußen, die jetzt tatsächlich auch beim College of Wizardry dabei sind, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie eure Zuteilungen so waren, ob ihr damit zufrieden wart. Also ich bin hundertprozentig zufrieden, meine Wünsche sind alle erfüllt worden. Und jetzt freue ich mich einfach nur noch darauf, die anderen Grimm-Haus-Menschen kennenzulernen und die mit mir in Institut und Pfad denselben Weg beschreiten. Dann würde ich sagen, das war ein kurzes Up-to-Date-Info-Video zum College of Wizardry. Mal wieder, wer hätte es gedacht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!